Dann gibt es ja auch noch das große Promi-Büßen hier, neue Sendung bei ProSieben. Wobei man feststellen muss, dass 3 der 4 Wörter im Titel eine komplette Lüge sind. Also eigentlich stimmt nur das. Trotzdem schaue ich gerne zu, weil man sehr viel über Gruppendynamik lernen kann. Und ich liebe es, wenn sich der Bösewicht der Gruppe outet und die Gruppe dann sehr schön darauf reagiert. Ja, wenn man das beruflich drauf hat, dann kann man das auch, ne? Nee, Baby, ich habe schon eine eigene Firma. Aber hast du mich gerade als Prostituierte beleidigt? Moment. Den Ausschnitt, ich habe ihn nicht kapiert. Also vor allen Dingen, wie kommt sie auf einmal mit der Prostituierten um die Ecke? Sie labert Scheiße, alle anderen nur so, oh, nervt. Und sie, hast du mich gerade als Prostituierte bezeichnet? Ist ein super Ding, um aus peinlichen Gesprächen rauszukommen. Wisst ihr, wenn sie sich mal mit dem Schwiegervater unterhalten und der ist irgendwie doof, so hast du mich gerade als Prostituierte bezeichnet. Dreht eine ganz andere Stimmung zu Weihnachten. Einfach mal ausprobieren. Verkehrskontrolle. Haben Sie mich gerade als Prostituierte bezeichnet? Nee, fahren Sie weiter. Kleine Randbemerkung übrigens, Prostituierte ist eine vollkommen richtige Bezeichnung. Sie sollten folgenden Begriff dagegen nicht sagen. Hier sind wir in der Silbersackstraße, das ist auch mein Arbeitsplatz. Also hier dort vorne an der Ecke, da auf dem Pflasterstein, da stehe ich abends ab 8 Uhr. Die nette Bezeichnung, wie einige uns nennen, Nutte, ist ein absolutes Schimpfwort hier. Nutte ist eine Beleidigung, das wird so, als würde ich euch Frauen Schlampe nennen. Keiner möchte so genannt werden. Unsere Berufsbezeichnung ist Hure oder Prostituierte. So, nochmal für alle, nicht Nutte, sondern Hure. Ja. Und Hure ist keine Beleidigung. Nutte ist eine Beleidigung. Hure nicht, Nutte ja. Wieder was gelernt. Ab sofort sage ich nur noch, du Nuttensohn. Der Bambi ist zurück. Der Bambi ist zurück und damit meine ich nicht das Reh von Walt Disney, sondern den allerwichtigsten Preis, der wichtigsten 17 Preise, die wir in Deutschland zu verleihen haben. Und nach einer viel zu kurzen Pause von nur 3 Jahren wurde jetzt das goldene Rehkitz wieder verliehen. Und zwar, und das finde ich wirklich völlig verdient, an das deutsche Basketball-Nationalteam. Leider hatte aber Nationaltrainer Gordy Herbert leichte Probleme mit dem Mikro. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Please. Bitte. Sehr gut, einfach geklärt. Ich sag nichts. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Das war mit Abstand der spannendste Moment in der gesamten Sendung. Auch beim Bambi mit dabei war die Entertainment-Legende Thomas Gottschalk, ja, die Morla der Unterhaltung. Er durfte die Highlights aus 75 Jahren Bambi präsentieren. Und Tommy wäre nicht Tommy, wenn er das nicht mit einem flotten Spruch einleiten würde. Dazu gratuliert jetzt Deutschlands größter Entertainer, Thomas Gottschalk. Danke, danke. Wenn ich heute die Bühne betrete, handelt es sich ja meistens entweder um einen Nachruf oder um einen Rückblick. Jetzt blicken wir zurück auf 75 Jahre Bambi. Ich sage immer, Hauptsache, ich kann dabei sitzen. Ich hatte ja eher das Gefühl, er hat leicht ein Sitzen. Jetzt kommen wir zurück. Achso, oder die Haftcreme ist runtergelaufen und hat sich mit den anderen dritten Zähnen unten verbunden. Nach der Veranstaltung wurde Tommy übrigens direkt wieder eingefroren, damit er am Samstag für seine letzte Wetten-Das-Sendung noch frisch ist. Finde ich großartig, unbedingt einschalten. Ja, vielleicht wird es 20 schön.